herzliches Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Noah Gameplays als Hobby. Ich hatte es ja am letzten Tag angekündigt, ich gehe dann ohne aufzunehmen hier nochmal in das Herausforderungsgrab, um zu speichern, weil wir das da hinten, das in die Krypta jetzt gemacht hatten und bevor was auch immer da kommt und uns tötet, wenn ich wieder alles machen dürfen, habe ich jetzt gespeichert. Ich glaube, das war's. Wir gehen jetzt weiter. Und weiter geht's mit der Story. Aber jetzt sind wir doch wieder hier oben. Stimmt. Vielleicht komme ich doch noch zu dem Dokument. Na toll. Verdammt. Ach, und jetzt kriegt sie die Wand alleine auf. Wie hat's denn das hingekriegt? Nimm den Schlüssel. Ein Schlüssel? Komm, ich will dir etwas zeigen. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören? Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Es hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht mich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Paititi haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Yaxil? Yaxil? Sie waren groß und schnell. Hungrig. Fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. So, ich wollte sie erstmal zu Ende reden lassen. Ich will jetzt nochmal gucken, ob ich hier oben wieder rauskomme. Nein, leider nicht. Mist. Na gut. Das heißt, dann gehen wir wohl weiter. Und warum habe ich nur 143 von 145? Was fehlt mir denn noch? Ich sehe nur das eine Dokument. Ansonsten fehlt mir doch gar nichts mehr. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Und ich sehe auch nichts. Komische Sache. Mal schauen. Vielleicht finden wir es noch. Vielleicht ein Überlebensversteck, was wir noch nicht sehen, weil wir die Taschen noch nicht dazu gefunden haben. Dafür habe ich nicht genug Platz. Oder die Karte, die wir noch nicht gefunden hatten hier. Wo ich gesagt habe, dass hier wahrscheinlich noch eine Karte ist. Die ich leider vergessen habe einzusammeln, weil ich die nicht gesehen habe. Alles voll. Nee, hier war nur Gold.
Der Schlüssel von vorhin müsste passen. Na denn? Als ob ihre Tattoos am Arm sie nicht verraten würden, ey. Was geschah mit den Jaxil? Da gibt's viele Legenden. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Aber Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das. Ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Huh. Okay, wir sind jetzt hier. Mal schauen, ob wir das Dokument noch finden. Ob das vielleicht hier ist. Aber es sieht irgendwie nicht danach aus. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann auch nicht springen oder so. Auch nicht rennen. Dahin raus komme ich nicht mehr. Scheiße. So ein Mist. Wo ist sie denn hin? So fallen mir ja mal überhaupt nicht auf. Oh, hier hinten ist zu. Okay. Da wohl die andere Richtung. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Warum soll ich das sehen? Ist für den Rebellen die Erlösung. Mögen die übrigen auch das Licht erblicken. Sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Glauben ihm all diese Leute? Sie haben Angst. Und das mit gutem Grund. Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür.
komm. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Das Grab ist da oben, auf der Statue. Ich passe aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Jonah, Junge. Das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss, bereit, dich und Unuratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Oh, rote Fässer. Vermehrt. Schöner großer Garten. Das sieht nach einem Kampf aus. Und wir haben kein Lager. Kein einziges Lager. Zum Glück habe ich vorher nochmal gespeichert. Da haben wir zwar immer so einen scheiß ewig langen Weg mit ihr zu laufen. Und dann diese Opferung noch dazu, das was alles Zeit kostet. Aber falls wir sterben, immerhin muss ich dann den ganzen Mist nicht nochmal machen. Das ist schon heftig. Eigentlich seit meinen Herausforderungsgrab, wo ich jetzt die ganze Zeit gespeichert habe, immer wieder. Seitdem hätten wir jetzt nach der Reihenfolge gar nicht mehr gespeichert hat, den Herausforderungsgrab, hätten wir bis hierhin immer noch kein einziges Lager gehabt zum Speichern. Das wäre echt mies geworden, ey. Erst recht, wenn man dann hier nochmal gestorben wäre. Okay. So, ein bisschen umgucken. Komisch, uns fehlen zwei Sachen. Ich sehe aber nur, habe aber nur ein Dokument, welches uns fehlt. Was könnte das sein? 77, 34, 22. Zwei Dokumente sogar. Eventuell liegen hier zwei Stück aufeinander, würde ich mal sagen. Kann ja sein. Ansonsten wüsste ich nicht, was noch für ein Dokument mir fehlen sollte. Ich habe kein weiteres Dokument mehr hier auf dem Schirm. Das ist echt eigenartig und komisch. Irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen, warum mir zwei Dokumente fehlen. Und er zählt die Karte, die mir eventuell fehlt, ich bin mir unsicher, zählt diese Karte dann, falls sie mir fehlt, auch als Dokument. Wir werden sehen, irgendwann. Also brauche ich auch gar nicht mehr nach einem Überlebensversteck Ausschau zu halten. Weil dann gibt es hier eigentlich kein Überlebensversteck mehr. Jetzt geht die Musik aber los hier. Das ist eine riesige Hand, ey. Und was eine Umgebung. Hammerhart. Gut, wie komme ich heim? Sieht aus wie mein Eingang. Und ich muss aufs Klo. Lara, wo bist du? Im
im Kaisergrab. Gleich habe ich, was wir brauchen. Wir sind bereit. Jemand hält die Feuer am Brennen. Diese Person wird verehrt. Okay. Der Altar ist gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Bestimmt nicht. Haben wir uns den anderen Altar angeguckt? Den hier? Ah, nee, eben nicht. Diese Stucktafeln sind voller Symbolik. Mhm. Falls ihr Musik im Hintergrund hört, in meinem Heimatdorf, Stadt, wie auch immer, ist eine Kerb in der Nähe. Die fahren hier mit einem Traktor rum mit laut Mucke. Der Inka-Einfluss ist unverwechselbar. Das Grab des letzten Herrschers. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay, die Eklipse und der Reiher. Was habe ich übersehen? Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Hier ist sie! Ups, das war eine Schusswaffe. Hier ist Commander Rogue. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Kraft. Honorato. Nein. Er ist der rechtmäßige Erbe. Er muss jetzt bei Titi führen. Er ist noch jung, aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht, rede weiter mit mir. Vergiss nicht die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Ich werde dich nicht enttäuschen.
Na toll. Ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie, genau wie bei der Überflutung, ganz am Anfang gespeichert. Wenn ich hier sterbe, wenn ich das Ganze wirklich nochmal machen dürfte, das wäre echt scheiße. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. So, ein bisschen was einsammeln. Okay, gehen wir. Denke ich mal, oder? Ich weiß nicht. Hier liegen lauter tote Trinity-Soldaten. Habe ich nicht genug Platz. Okay, das war's wohl. An sammelbaren. Oh, doch nicht. Okay, das war's da wohl. Hauen wir mal ab. Jonah, wo bist du? Ich sehe dich. Hey, kann sofort losgehen. Bin unterwegs. Wo ist Unuratu? Es war ein Hinterhalt. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Wo ist meine Mutter? Deine Mutter, sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführeramulett. Jetzt bist du der Anführer. Sie war eine Kriegerin. Die Sonnenfinsternis naht.
Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen... Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukulkan kriegt sie auf keinen Fall. Beginnt mit den Vorbereitungen für die Grabkammer. Königin Unuratu lebt weiter. In uns. Uchu, hilf ihm mit dem Boot. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Die Rebellion muss siegen. Wir kommen zurück. Mit der Schatulle. Viel Erfolg. Wenn ihr zurückkehrt, sind wir bereit. Und was jetzt? Wir fahren zurück nach Kuwagyaku und sehen dann, wie es weitergeht. Ein Lager wäre nicht schlecht. Speichert es gerade? Schön wär's. Sammelobjekte in dieser Region 0 von 6. All das für ein weiteres Rätsel. Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Tja, ist besser als nichts. Vermutlich, ja. Wir müssen die Schatulle finden, dann war's das endlich. Was ist das? Oh oh. Ich blute. Sie direkt vor mir. Keine Bewegung. Wag es ja nicht. Commander Rook, ein Foto von Commander Rook. Commander Rook ist ein gut ausgebildeter, hochdekorierter Veteran der US Special Forces. Seine enorme Erfahrung mit heiklen Geheimoperationen und die tödliche Effizienz, die er dabei an den Tag legte, weckten die Aufmerksamkeit des Hohen Rates, der ihn daraufhin allein aufgrund seiner Akte rekrutierte. Er ist der Anführer der Streitkräfte von Trinity und leitet persönlich die Decon-Teams, denen nicht nur spezielle MTV, die Paladins, zur Verfügung stehen, sondern auch für Spezialeinsätze gedachte Helikopter, die als Cardinals bezeichnet werden. Er hat die zweithöchste Stellung bei Trinity inne und ist nur dem Hohen Rat unterstellt. Wenn Dominguez das Herz von Trinity ist, ist Rourke dessen Faust. Rourke und Dominguez sind nicht immer einer Meinung, haben aber, so schwer es ihnen auch fallen mag, Respekt voreinander. Na super. Klingt nach einem guten, ehrwürdigen Gegner. Okay.
Wir sind jetzt schon mittlerweile bei 30 Minuten. Das war eine ewig lange Sequenz. Tut mir leid, aber das ist echt scheiße. Wir haben noch nicht mal ein Lager bekommen. Wie gesagt, ich hoffe, dass es tut wie in der Anfangsregion, wie wir das Spiel angefangen haben, wo dann die Sintflut kam. Hoffentlich automatisch ab dort gespeichert, so wie jetzt ab hier vielleicht. Hoffentlich. Ich bete darum, falls ich sterbe, dass ich nicht wieder beim Herausforderungsgrab bei Befreiung von Uluratu wieder anfange. Das wäre so schlimm. Okay, das war Shadow of the Tomb Raider und das alles auf tödliche Obsession. Und ich muss jetzt unbedingt dringend aufs Klo. Ich bin von Lühe, Gameplays als Hobby. Hinterlasst noch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr neu seid. Und Daumen nach oben, wenn ihr nicht mehr neu seid auch. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Teil wieder oder halt eben bei einem anderen Let's Play hoffentlich auch. Auf jeden Fall viel Spaß auf meiner YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis dann. Tschüss.